Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Sondervideo hier am 30.12.2014. Ich hoffe, ich schaffe es heute überhaupt noch alles rauszuschmeißen, weil morgen ist ja wie bekanntlich schon, ja, was heißt wie bekanntlich, aber am 31.12. um genau 0 Uhr endet das Jahr 2014. Das nehme ich jetzt mal zum Anlass, ich habe es ja in einem oder anderen Video schon mal angemerkt, nehme ich das jetzt mal zum Anlass und möchte mich an dieser Stelle bei allen Zuschauern, Abonnenten und so weiter und so fort bedanken für die Unterstützung, die ihr mir in dem Jahr 2014 eingebracht habt. Es gab viele Querschläge, es gab aber auch viele positive Klamotten, wo man unter anderem erwähnen kann, dass die Gamescom, das war ein richtig, richtig geiles Event. Leider sind nicht allzu viele erschienen bei den Fan-Treffen. Dann hatten wir das Fan-Treffen in Gladbeck in Kooperation mit der OmsiMap Gladbeck. Dann gibt es aber auch negative Klamotten, die jetzt gerade zum Ende des Jahres dann aufeinandertreffen und ich möchte da eigentlich im Grunde genommen auch nicht weiter eingehen, aber es hat sich viel getan. Es hat sich verdammt viel getan in dem Jahr 2014 hier auf meinem Kanal mit euch zusammen. Ich habe immer versucht, euch irgendwie zu involvieren, mit reinzupacken in das Gesamtkonzept TomTats 01 und ich hoffe, dass ich das auch im Jahre 2015 noch schaffen werde. Und natürlich danke auch an meine Sponsoren, die mich da tatkräftig unterstützt haben, seitens finanziell, seitens aber auch spieletechnisch darunter fällt. Erst einmal ganz als ersten Punkt Aerosoft. Erstmal vielen Dank dafür. Auch wenn in Bezug nochmal auf die Gamescom 2014, man doch noch nett und gepflegt miteinander diskutieren konnte, obwohl eigentlich gar keine Zeit da war. Und auch natürlich die anderen nicht zu vergessen, die bei diversen Gewinnspielen da Spiele zur Verfügung gestellt haben. Zum Beispiel wäre das ja Random Media bzw. Astragon. Und auch, muss man auch ganz sagen, Fizz Games, wovon da leider noch kein Video davon gezeigt worden ist von allen von diesen Spielen. Aber das hole ich auf jeden Fall noch nach. Erstmal auch dahin. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt und möchte mich natürlich ganz klar auch bei den Abonnenten bedanken, die mir in Form von Videoklicks bzw. weil sie die Werbung angeguckt haben zum Bleistift, also den Adblocker ausgehabten. Und aber auch ganz klar an die Spender, die an PayPal gespendet haben oder aber über meine Links Amazon und MMOGA eingekauft haben. Möchte ich mir auch recht herzlich bedanken. Ich habe damit das Ganze überhaupt möglich gemacht. Ich habe mir damit, ja, wie gesagt, wie ich das schon mal erwähnt hatte, glaube ich, eine neue Webcam geholt, eine neue Grafikkarte, um auch weiterhin auf dem Ball bleiben zu können. Ja. Es gab aber auch seitens von YouTube einige Änderungen, die waren einigermaßen positiv, aber viele waren negativ. Negativ zu erwähnen wäre mal der Punkt zum Bleistift. Ja. Man denke dran, Google Plus. Als das eingeführt worden ist, hatte ich das ja eigentlich gar nicht so schlecht gefunden, weil war ja Google Plus, neue Social Media Plattform etc. 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 Dachte, man kann seine Reichweite damit erhöhen, aber Pusseko. Die meisten Kommentare sind dadurch einfach nicht mehr beantwortbar gewesen. Also da gibt es ein Video, das wird jetzt in dem Moment im Hintergrund so ein bisschen eingeblendet. Da gibt es ein Video zu und der Faktor ist, seit diese Google Plus Geschichte ist diese private Nachrichtengeschichte hier, die über YouTube gelaufen ist, wo ich auch viele, viele Fragen immer beantwortet habe, schlichtweg weg. Ja, man muss sich den Link zu dem Postfach schon selber raussuchen irgendwie, das ist schon richtig, richtig versteckt. Man kriegt kaum noch eine Benachrichtigung mehr, dass eben einer was geschrieben hat. Und von daher gehen natürlich teilweise auch ein bisschen ein paar Anfragen unter. Dafür möchte ich mich aber auch entschuldigen. Weil man kann ja nicht nur den ganzen Tag jetzt, ich sage jetzt mal, da hinterherhängen und
irgendwelche Fragen zu beantworten, die ich natürlich gerne mache. Dazu habe ich mir aber was einfallen lassen für das Jahr 2015. Ihr könnt mir dann, wenn ihr Fragen habt, selbstverständlich gerne auf meine E-Mail-Adresse, die ich extra für euch eingerichtet habe, ja, Fragen stellen in Bezug auf OMSI oder auch den anderen Simulatoren oder vielleicht sogar habt ihr Spielevorschläge oder was ich zum Beispiel besser machen könnte, etc., etc., etc. Positive Kritik oder was heißt positive, konstruktive Kritik, das ist mir wichtig. Konstruktive Kritik, die ist am allerwichtigsten. Und wenn wir das irgendwie schaffen, dann sind wir doch eigentlich auf dem verdammt guten Weg. Auch im Jahre 2015 erfolgreich weiter zu starten. Ihr seht ihr jetzt im Hintergrund schon so das ein oder andere Video. Das sind so die besten Videos aus dem Jahre 2015. Ich werde noch ein paar hinten dranhängen, damit ihr das auch genauer sehen könnt. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Aber zum Abschluss des Jahres 2014 gibt es natürlich auch noch ein paar Statistiken, die ich für euch zusammengefasst habe, wo ihr mich tatkräftig bei unterstützt habt, beziehungsweise ist eigentlich alles euer Verdienst. Fangen wir bei den Klicks beziehungsweise bei den Aufrufen an. Da haben wir im Jahre 2013 80.870 Klicks beziehungsweise Video-Views gezählt. Also YouTube hat das gezählt. Ich mache das ja nicht alles händisch. Das geht ja nicht. So. Im Jahre 2014 allerdings hatten wir 214.613 Klicks und das sind wie gesagt nur die Klicks, die pro Jahr jetzt sind. Ne? Das ist eine Steigerung von 165,38%. Erstmal einen vielen, vielen Dank dafür. Weiter geht es natürlich auch mit der Wiedergabezeit. Wiedergabezeit waren im Jahre 2013 444.794 Minuten. Das konnte man auch ordentlich toppen, denn im Jahr 2014 waren es dann 1.068.024 Minuten, die geguckt worden sind, geschätzt. Das sind also 140,12% mehr. Das sind natürlich geschätzte Werte, weil YouTube kann das nicht so ganz auseinanderhalten. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben aber auch Bewertungen gehabt, viele Bewertungen gehabt. Im Jahre 2013 waren es 4.555 Bewertungen, was ja auch schon eine ordentliche Zahl ist, wenn man das bedenkt. Und das waren im Jahre 2014 7.427 Stück. Das sind also ganze 63,05% mehr. Davon waren positiv 3.642 im Jahre 2013 und 6.124 im Jahre 2014, was ein Plus von 68,15% ausmacht. Allerdings sind auch die negativen Bewertungen gestiegen. Da habe ich eine plausible Erklärung dafür, die sage ich euch gleich. Negative Bewertungen waren im Jahre 2013 913. Was ja gegenüber von 3.642 schon, das ist okay, da passt der Schnitt. Und im Jahre 2014 waren es 1.303, ganz genau. Das sind auch 42,72% mehr als im Vorjahr. Allerdings kann man hier sagen, dass da wahrscheinlich die Geschichte, die durch Dritte in die Öffentlichkeit gelangt sind, beziehungsweise auch öffentlich breitgetreten worden sind, ich spreche hier ganz klar mal Gladbeck an, ja, auch jeder Erklärungsversuch diesbezüglich, das ging natürlich nach hinten los, das war alles, naja, auch eine persönliche Aussprache zu treffen oder so war schlier unmöglich, das war alles ein bisschen hintenrum, aber egal, die Zeit ist vorbei, das war im Juni des Jahres und da sind mir auch ziemlich viele Abonnenten verloren gegangen. Dazu kommen aber später mehr. Kommentare sind geschrieben worden. Im Jahre 2013 2609 Kommentare, was auch eine Menge ist. Und im Jahr 2014 waren es 2494. Das heißt, wir haben uns da um 4,41% verschlechtert. Ist aber nicht weiter tragisch, wenn Google Plus scheißt und so. Das war ja auch im Jahre 2014. Da kann das durchaus möglich sein. Dann kommen wir zu den geteilten Inhalten. Geteilte Inhalte, ja, das sind ja Videos, die von mir geteilt worden sind auf irgendwelchen Social Media Plätzen oder sowas, also sprich Facebook, Google Plus, Twitter und hast du nicht gesehen. Waren es im Jahre 2013 18 Stück und im Jahr 2014 waren es 24.
Ist immerhin eine Steigerung von 33,33333, also periodisch Prozent. Was schon eigentlich ganz gut ist, nur ich würde mir wünschen, dass da vielleicht ein paar mehr Videos oder beziehungsweise mehr Videos geteilt werden, verbreitet werden und so weiter und so fort. Dann kommen wir zu den hinzugefügten Favoriten, wo ich mir ehrlich gesagt wirklich die Frage stelle, was diese Zahlen aussagen sollen. Aber ich lese sie auf jeden Fall vor, weil die liegen mir auch vor. Da hatten wir im Jahr 2013 63 hinzugefügte Favoriten und im Jahre 2014 waren es ganze 205. Das ist eine Steigerung von 225,4%. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Dann kommen wir zu dem Wichtigsten, den Abonnenten. Im Jahre 2013 haben wir gesamt 965 Abonnenten gewonnen. Also insgesamt dazugekriegt. Im Jahre 2014 waren es 1037. Das ist eine Steigerung von 7%. Die könnte man ein bisschen, ja, die könnte man ein bisschen anheben. Dann wäre das auch ganz gut. Davon, weil das kann man nämlich auch differenzieren, gibt es die Auflistung zwischen gewonnenen Abonnenten und gleichzeitig aber auch verlorenen Abonnenten. So haben wir im Jahre 2013 1188 Abonnenten gewonnen und 223 Abonnenten verloren. Diese Zahl jetzt mit 2014 zu vergleichen, wäre 1752 Abonnenten haben wir gewonnen im Jahre 2014, das ist ein Plus von 47,74%. Aber auch 715 Abonnenten im Jahre 2015 verloren, was mir natürlich schon ein bisschen wehtut. Da würde ich mich gerne mal fragen, woran das liegt, ob es an der Gladbeck-Geschichte war, dass ich da nicht einer Meinung mit irgendjemandem war und so weiter und so fort. Das sind auf jeden Fall auch 220% gewesen, was schon eine ordentliche Menge ist. Ja, das waren jetzt die Statistiken aus dem Jahre 2014 im Vergleich mit Jahre 2013. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle nichts mehr weiter zu sagen, außer dass ich euch noch viel Spaß wünsche aus ein paar Szenen, die ich so ein bisschen rausgesucht habe. Es sind, glaube ich, so ein paar Outtakes mit dabei. Ich kann jetzt nicht allzu viel versprechen, weil ich das erst im Nachhinein dann alles auschecken muss. Und ja, wünsche euch einen wunderguten Rutsch ins neue Jahr 2015. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch im Jahre 2015 treu. Wenn nicht, deabonniert mich. Wenn doch, bleibt da, guckt, liked und ne, ihr wisst ja, wie das läuft. Ich bedanke mich bei allen Partnern, insbesondere bei den Partnern, die auch teilweise bei einigen Let's Plays hier mitgemacht haben. Wünsche denen ebenfalls einen wunderschönen Start ins neue Jahr 2015. Ich hoffe, ihr rutscht nicht zu flüssig, weil das ist schlecht für die Gesundheit. Und ja, ich sage, haut rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Jahr. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Thomas. Ciao, ciao. Und ja, ich bin auch relativ gut reingerutscht, wenn man das so sagen kann. Also ich bin auf jeden Fall gerutscht, ja. Auf die Fresse. So ungefähr, ja. Mein Kurzurlaub hat sich ja dann entpuppt, das ist zum Langurlaub, ne? Aber ist ja egal, das ist ein anderes Kapitel, ne? Starten wir mal den Motor, ganz originär. Ah, dafür klicke ich sogar das Lenkrad weg. Ja, habe ich auch gemacht. So, da ist er an. Auch die Standheizung ist von der Lautstärke heruntergegangen. Schön, da ist er ja schon warm. Das ist ja schön. Machen wir erstmal Innenraumbeleuchtung an, ne? Ne, ich fahre jetzt erstmal los hier. Oh, was steht denn da hinten? Da steht ein NG. Aber Heck ist wieder nicht beleuchtet. Ja, Aha. das scheint wohl am Bett zu sein. Also das hat vorher nämlich alles funktioniert. Alter Vater, hier fährt ein NG rum, da hinten steht ein NG, da vorne steht der Citaro. Und ja, mir ist da gerade ein paar Malheur passiert. Und zwar, als ich den Bus hier hingesetzt hatte, dann hing mein Gelenk leider in einem Static Vehicle drin und das liegt jetzt auf dem Dach. So viel zu dem Thema. Nicht, dass ihr euch dann fragt, warum liegt denn da ein Bus verkehrt rum? Ja. Ach So, ja, hallo. und das war mein Funkgerät, ne? Ja, mein Funkgerät, aber auch zeitgleich irgendwie, ne? So, was willst du haben? Eine Tageskarte? Alle Linien einmal. Och nee. Ach, fick dich doch. Glaube, wir haben zu viel gegeben.
Was denn? Omsi, ja, Omsi ist schon hängen geblieben. Autos fahren, Omsi hängen geblieben. Bei mir läuft noch alles. Ach, kotzt mich das an. Wow, 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 fuck, 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 fuck. Tageskarte, bitteschön. Thomas? Ja? Ich habe jetzt eine Sekunde vorgestellt. Mein Bus ist in die Luft geflogen. Und? ja, okay, können wir schon Aufnahme abbrechen. Bringt nichts. Ich habe gerade so viele Tickets verkauft, die. Ja, ist Omsi schon hängen geblieben. Das kann. Du musst es runterdrehen. Die Auflösung. Nein, nein. Komischerweise hatte ich in den letzten Tagen nie Probleme auf Sittingen. Bin ich sogar selber gefahren mit dem Citaro. Hab aufgenommen. Ja. Was ist? Hatte keine Probleme. Jetzt auf einmal mit dem neuen Patch. Zack, fliegt mein Bus auf einmal durch die Luft. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist die Höhe. Das kann es natürlich nicht sein. Dann sieh zu, dass du jetzt so schnell wie möglich wieder reinkommst, hier. Ja, mit letztem Stand. Oh, bei mir hängt auch alles. Ja? Ja. Ja, geil. Ich kann Geld rausgeben, das macht dann auch irgendwie so. Die Geräusche kommen noch, aber mehr passiert nicht. Ja. Komisch, ne? Ja, liebe Leute, man sieht sich gleich wieder, ne? Tschüssikowski. Anderer Repaint. Das ist kein anderer Repaint, der fährt hier schwarz durchs Bild. Den sein scheiß Nachläufer. Ja, der Repaint ist schwarz. Hey Leute, guckt euch mal diesen Bus an hier. Mach da mal ein Bild davon. Hab ich doch schon. Das nehme ich sogar schon auf. Also man sieht bei dem Gelenkbus, sieht man die Dingens komplett, ne? Gelenk. Und das Gelenk sieht man komplett, aber der hintere Teil fällt vollständig. Toll. Aber man hört drei Türen zugehen. User in your channel timed out. Leute, was soll ich davon halten? Omsi 2, weil es geht. Was fragst du? Leute, das passiert, wenn man besoffen Omsi fährt. Nein, wenn man einfach nur zu lange bergab rollt ins Nirvana rein, man verliert das Heck. Ja, liebe Leute, ihr seht richtig, das Heck ist nicht mehr da. Ich habe auch keine Reifen mehr. Also ich würde mal sagen, die Karre ist gerade jetzt ganz Schrott, ne? Lenken geht auch nicht mehr. Also ich würde sagen, die Karre ist endgültig im Eimer. Aber schöne Kühe gibt's ja auf der Seite. Sollen wir die mal wegscheuchen hier? Mit unserem Horn? Was sich anhört wie aus der Dampflok. Fuck, ich bin über ein rotes Signal. Was hast du denn, eine Zwangsbremsung? Was? Ja, mir dreht gerade alles durch. What the fuck, was geht da ab? Was hast du denn bitte für ein Signal überfahren, bitte? Ein Bremsen, Brems. Ich fahre gerade auf den Güterzug zu. Na, ich habe hier ein grünes Vorsignal. Ich darf noch fahren. Ich bin ja hier aber noch nicht mal das Beschleuniger auf die 130. Scheiße. Hat's gescheppert? Ist ja. Die Aufnahme schon vorbei? Jawohl, Leute, ich glaube, wir müssen noch mal von vorne anfangen. Dann schauen wir auch mal in die Beschreibung rein, wie der automatische Aufrüstvorgang geht. Warte, aber damit das zu den Autex passt, fahre ich jetzt auch mal erstmal über ein rotes Signal an rüber, ne? Wenn ja, ich den überhaupt eins kriege. Ja. Kurz nach der 80er müsste das kommen, oder? Ja, es kommt nach der 80er Ankündigung. Aber das Signal hat anscheinend, ich hab's nicht wahrgenommen, das Vorsignal. Alter! Geil. Da kommt ein Vorsignal. Und? Was kommt da für eins? Halt erwarten. Scheiße, da habe ich es nicht gesehen. Aber weißt du was, ich gebe jetzt trotzdem weiter Gas bei St. Matritten und dann machen wir erstmal einen kleinen Unfall hier, ne? Ja. Die Frage ist, da ist das rote Signal mit Befehl 40 drüber. Na, achso, ja. Ich habe keinen Bock auf eine Zwangsbremsung. So, ich sehe. Oh, 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 oh! So, Leute, das war's. Wir sind aus der Kurve geflogen.
Alle Fahrgäste tot! Wo steht der Fehler vom Spieler vor? Sein Zug entgleist aufgrund umgekippten Zugverband. Ja, komm, brems ab! Drüber gefahren. Ich bin drüber gefahren, damit ist meine Runde schon wieder zu Ende. Was? Ja. Hast du einen Zug erwischt, oder was? Nein. Da steht irgendwas auf irgendeiner Sprache, die ich nicht lesen kann. Oh Gott. Man sieht sie gleich wieder. So, und mit diesen Bildern hier, die ihr dir jetzt neben ansehen, verabschiede ich mich sozusagen in das Jahr 2015. Ich werde ganz gut feiern, denke ich mal. Die Planungen dazu laufen schon. Was im nächsten Jahr alles auf dem Kanal erscheinen wird, das seht ihr dann im Jahre 2015. Ich werde dazu nochmal einen kleinen Kanaltrailer oder sowas erstellen. Irgendwas wird mir da schon einfallen. Und ja, Leute, es ist eure Zeit. Macht was mit der Familie. Tut was. Feiert schön rein, geht mit Freunden raus, ballert ein paar Böller los und so weiter und so fort. Ich danke jedenfalls an alle, die hier mitgemacht haben, die mich so tatkräftig unterstützt haben in diesem Jahr 2014. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber trotzdem, danke nochmal. Danke auch an meine Freunde, die immer hinter mir gestanden sind, die mir so aus den Minecraft oder anderen Situationen raushelfen mussten. Insbesondere auch den DJ N03, mit dem zum Beispiel eine Klärung mit Klappe gar nicht möglich gewesen wäre. Aber auch meinen anderen Freunden, die so im Backend für mich hinten oben immer da waren, als für mich mal so die Hutschnur geplatzt ist bei den ein oder anderen Klamotten, wo ich auch wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, einfach mal aufzugeben. Und ja, das war's. Im Jahre 2015 sehen wir uns dann wieder. Die erste Folge erscheint dann planmäßig am 3.1. Und dort zeige ich euch dann eine neue, wunderschöne Karte aus dem Raum Österreich bzw. Deutschland. Und zwar fahren wir hier weitgehend nur auf Autobahn. Extra für euch, natürlich wie gehabt, bei der ersten Folge in einem neuen Jahr mit Facecam. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen und sage tschüss, macht's gut, ciao.